Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Stadtteilmütter, Integrationslotsen, Integrationslotsinnen, aber auch die Kiezlotsen und Kiezlotsinnen, wie sie alle heißen, leisten wertvolle Arbeit für diese Stadt und für ihren Zusammenhalt. Und ja, ich finde, das haben Sie noch einmal sehr gut dargestellt, es ist seit vielen Jahren ein Drama, dass die Arbeit zum großen Teil nur über die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen verrichtet werden können und die Arbeit genauso wie diejenigen, die dort beschäftigt sind, auch immer davon abhängig sind, ob Programme weitergeführt werden oder auch nicht. Das ist auch persönlich für die Frauen und auch für die Männer eine ziemliche Katastrophe. Ich möchte aber auch an dieser Stelle sagen, dass ich froh bin, dass es Frau Senatorin Kollath gelungen ist, einen Teil dieser Stadtteilmütter abzusichern und in eine Finanzierung zu überführen. Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich weiß, dass das natürlich überhaupt gar nicht ausreicht und dass wir viel, viel mehr Stadtteilmütter, Kiezlotsinnen und Kiezlotsen brauchen, als wir jetzt haben, unabhängig von der Finanzierung. Und trotzdem, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, ich glaube einfach, dass Sie mit Ihrem Antrag auf einem Holzweg sind. Weil es keine Absicherung dieser wichtigen Arbeit für diese Stadt auf Landesebene geben wird. Das kann man bedauern, aber Sie haben auch keinen Weg aufgezeigt. Und unserer Ansicht nach gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie man diese Arbeit absichern kann. Das eine, Burgunde Grosse hat darauf hingewiesen, wir brauchen ein Berufsbild. Und ich finde, wir brauchen ein bundesweit anerkanntes Berufsbild für die Stadtteillotsen. Und dann, auch das ist allerdings eine Erfahrung des ÖBS in Berlin, ist noch lange nicht klar, dass es denn auch entsprechende Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt. Trotzdem ist der Weg Berufsbild richtig und es wird auch im Gesundheits- und Pflegebereich, in der Elternarbeit und Ähnliches wird es auch Plätze geben. Der zweite Weg, und der ist unabdingbar, da sind wir ganz fest von überzeugt, wir brauchen einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, und zwar einen Sektor zwischen Staat und Markt. Und da gehört diese Arbeit hin. Sie gehört niemals in den öffentlichen Dienst. Das wäre der Tod dieser Tätigkeit. Dieser ÖBS wird aber auch nur dann funktionieren, wenn es irgendwann mal eine Bundesregierung gibt in diesem Lande, die sagt, ja, ein Aktiv-Passiv-Transfer ist richtig. Nur darüber, meine Damen und Herren, können wir diesen Sektor aufbauen mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, tarifliche Entlohnung und so weiter. Also gute Arbeit und dauerhafte Arbeit. Und solange wir dies nicht haben, wird, so traurig wie es ist, wird die Arbeit der Stadtteilmütter niemals insgesamt verfestigt werden. Und es werden immer wieder diese Krücken über die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gesucht und hoffentlich auch gefunden werden. Aber es ist eine unbefriedigende Lösung. Aber die lässt sich nicht alleine von Landesebene lösen. Deshalb fände ich, wäre es weitaus besser, ich nenne den Antrag mal populistisch, den Sie eingereicht haben, weil Sie könnten es selbst auch nicht umsetzen, wenn Sie hier dran wären. Deshalb wären wir alle gut beraten, wenn wir gemeinsam auf diese Bundesregierung Druck machen würden, dass es einen Aktiv-Passiv-Transfer gibt für vernünftige Arbeitsverhältnisse in einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Und dann wären wir, glaube ich, einen ganzen Schritt weiter. Danke.